Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. In dieser Folge will ich einen Ausblick wagen. Einen Ausblick auf das, was auf die Gläubigen wartet. Im Buch Geschichte der Erlösung habe ich eine Beschreibung davon gefunden. Ich lese das letzte Kapitel aus diesem Buch. Es ist das Kapitel 66. Die neue Erde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Offenbarung 21,1. Das Feuer, das die Gottlosen verzehrt, reinigt die Erde. Jede Spur des Fluches ist beseitigt. Keine ewig brennende Hölle wird die Erlösten an die schrecklichen Folgen der Sünde erinnern. Nur ein Erinnerungszeichen bleibt bestehen. Unser Erlöser wird immer die Male seiner Kreuzigung tragen. An seinem verwundeten Haupt und an seinen Händen und Füßen sind die einzigen Spuren der grausamen Auswirkungen der Sünde erkennbar. Und du, Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, Micha 4,8. Christus hat das durch die Sünde verlorene Königreich wiedergewonnen, und die Erlösten werden es mit ihm zusammen besitzen. Die Gerechten erben das Land und wohnen darin ewiglich. Psalm 37, 29. Die Sorge, man würde das Erbe der Gläubigen zu materialistisch erscheinen lassen, hat viele dazu veranlasst, die Wahrheiten zu vergeistigen, die uns dazu geführt haben, die neue Erde als unsere wahre Heimat zu betrachten. Christus versicherte seinen Jüngern, er würde hingehen, um Wohnungen für sie zu bereiten. Wer die Lehren des Wortes Gottes annimmt, ist über die himmlischen Wohnungen nicht völlig unwissend. Und dennoch sagt uns der Apostel Paulus, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Die menschliche Sprache reicht nicht aus, um die Belohnung der Erlösten zu beschreiben. Nur die, die sie sehen, werden es erfahren. Kein sterblicher Verstand kann die Herrlichkeit des Paradieses Gottes begreifen. Die Bibel bezeichnet das Erbe der Erlösten als Vaterland, Hebräer 11, 4-16. Dort führt der himmlische Hirte seine Herde zu den Brunnen des lebendigen Wassers. Der Baum des Lebens trägt jeden Monat seine Früchte und die Blätter des Baumes dienen den Völkern. Dort sind ewig fließende Ströme, klar wie Kristall, und an ihren Ufern werfen Bäume ihre Schatten auf die Wege, die für die Erlösten des Herrn bereitet sind. Weit ausgedehnte Ebenen steigen zu schönen Hügeln an und die Berge Gottes erheben ihre majestätischen Gipfel. Auf diesen friedlichen Ebenen, an beiden Seiten der lebendigen Ströme, finden die Kinder Gottes, die so lange Pilger und Wanderer waren, endlich eine Heimat. Dort befindet sich das neue Jerusalem. Die hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis klar wie Kristall. Offenbarung 21,11. Der Herr sagt, ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Jesaja 65, 19. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21, 3 und 4. In der Stadt Gottes wird keine Nacht mehr sein. Niemand braucht oder wünscht sich Ruhe. Keiner wird müde, den Willen Gottes zu tun und seinen Namen zu loben. Stets werden wir die Leibesfrische des Morgens fühlen, die nie endet. Sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Offenbarung 22,5. Das Sonnenlicht wird durch den Glanz ersetzt,
der nicht schmerzhaft blendet, obwohl er die Helligkeit des Mittags übertrifft. Die Herrlichkeit Gottes und des Lammes überfluten die heilige Stadt mit unvergänglichem Licht. Die Erlösten wandeln in der sonnenlosen Herrlichkeit eines ewig währenden Tages. Und ich sah keinen Tempel. Der allmächtige Gott ist ihr Tempel, er und das Lamm. Offenbarung 21, Vers 22. Das Volk Gottes genießt das Vorrecht der freien Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Jetzt sehen wir durch einen Spiegel ein dunkles Bild, sagt 1. Korinther 13, Vers 12. Das Bild Gottes wird hier auf Erden wie in einem Spiegel durch seine Werke in der Natur und im Handeln mit den Menschen wiedergespiegelt. Aber dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ohne einen trübenden Schleier dazwischen. Wir werden vor ihm stehen und die Herrlichkeit seines Angesichts schauen. Mit niemals endender Freude wird der unsterbliche Geist die Wunder der Schöpfermacht und die Geheimnisse der erlösenden Liebe erforschen. Die grausamen, betrügerischen Versuchungen des Feindes mit dem Ziel, Gott zu vergessen, gibt es nicht mehr. Jede Gabe wird entwickelt und jede Fähigkeit wird zunehmen. Der Erwerb von Erkenntnis und Wissen wird den Geist weder ermüden noch die Kräfte erschöpfen. Die größten Unternehmungen werden durchgeführt, die erhabensten Bestrebungen erreicht und die höchsten Ziele verwirklicht. Dennoch gibt es stets neue Höhen zu erklimmen, neue Wunder zu bestaunen und neue Wahrheiten zu begreifen. Neue Aufgaben werden die Kräfte des Geistes, der Seele und des Körpers anregen. Die dahingehenden Jahre der Ewigkeit werden immer reichere und herrlichere Offenbarungen Gottes und Christi vermitteln. In dem Maß, wie die Erkenntnis wächst, nehmen auch Liebe, Ehrfurcht und Glückseligkeit zu. Je mehr die Menschen von Gott lernen, umso mehr bewundern sie seinen Charakter. Wenn Jesus vor ihnen den Reichtum der Erlösung und die erstaunlichen Taten im großen Kampf mit Satan eröffnet, schlagen ihm die Herzen der Erlösten mit noch größerer Hingabe zu. Sie ergreifen die goldenen Harfen und 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Stimmen vereinen sich zu einem mächtigen Lobgesang. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf dem Meer und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 5,13. Sünde und Sünder gibt es nicht mehr. Das ganze Universum Gottes ist rein, der große Kampf ist für immer beendet. Ich möchte statt viel zu kommentieren, dir lieber Hörer, dir liebe Hörerin, nur drei Fragen stellen. Was bedeutet das Gehörte für deine heutige persönliche Lebenssituation? Was fördert oder hindert deine Freude auf die neue Erde? Was würde mehr Freude auf die neue Erde in deinem Leben ändern? Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern Verständnis und Freude an die neue Erde. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Folge von Max 15.